Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Gothic 3. Hier zusammen mit Diego. Nee, stimmt, den habe ich ja gar nicht mehr dabei. Hier in Lago. Und heute, beziehungsweise beim letzten Mal, haben wir herausgefunden, wer der Gefangene von Fabio ist. Der gute Mamuk war so nett und hat uns das gesagt. Mal gucken, was Fabio selbst dazu sagt. Ich weiß, wer dein Gefangener ist. Ach ja. Und was glaubst du, wer er ist? Vatras, der Wassermagier. Na toll. Woher weißt du das? Mamuk hat's mir gesteckt. Der Typ ist so blöd, wie er dicht ist. Wenn ich ihn umbringen lasse, habe ich einen Kämpfer weniger. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin von Idioten umgeben. Aber ich brauche sie. Naja, zumindest habe ich einen Gärtner. Okay, der mit seinem Gärtner immer wieder. Was willst du? Tja, aber ran komme ich an Vatras trotzdem noch nicht. Welchen Teil von Na. Weil die andere Wache ist nicht da. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ich müsste Fabio umklopfen, um den Schlüssel zu holen. Ich überlege. Ich kann ihn eigentlich nicht freilassen. Also, es würde halt wenig Sinn machen, Vatras freizulassen. Am Ende des Tages. Ich lasse es erstmal außen vor. Wir machen erstmal mit Quests weiter. Ich werde jetzt erstmal nach Braga mich teleportieren und dann werde ich zusammen mit Diego eine auf kleine Wandertour gehen. Wandertour. Wir gehen quasi dann hier ein bisschen durch die Wüste durch. Wir gehen nicht direkt durch Ben Erai, wir gehen hier ein bisschen durch die Wüste durch. Hier runter, hier auf dem Weg wieder nach Ben Sala. Und ja, das machen wir als nächstes. Und auf dem Weg dorthin werden wir einfach mal gucken, was wir noch so töten können. Andererseits, ich sollte mal gucken, was ich hast so... Hast du zu viel Zeit? Bist du lass mich in Ruhe. Bist du kein Händler? Komisch. Zeit zum Rauchen. Die handeln alle nicht, wie komisch. Zeig mir deine Ware. Na gut, du hast keine Fläschchen, das hätte mich auch gewundert. Wo ist Diego? Fuck, wo ist Diego? Nein, wo ist denn der jetzt? Wo hängt denn der jetzt rum? Bring mir etwas über alte Magie bei. Das gibt's jetzt nicht. Was mache ich denn jetzt? Oh, störe mich nicht. Ständer, voll geil. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Tja, das ist jetzt halt sehr ärgerlich. Ich wollte eigentlich mit Diego jetzt zusammen losziehen, aber der ist irgendwie nicht hier. Warum ist der nicht hier? Warum liegt da eine Wurst? Vielleicht versuche ich mal bis zum nächsten Morgen zu schlafen, in der Hoffnung, dass er dann hier spawnt. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich habe den in Lago losgeschickt, als ich die Lurker gejagt habe. Und jetzt ist der nicht hier. Ich flipp aus. Wo finde ich den jetzt? Fuck. Er war meine einzige Chance, jetzt hier quasi mit einem Companion rumzulaufen. Um das Ganze ein bisschen erträglicher und einfacher zu machen. Und jetzt ist er weg. Mein Freund Diego ist weg. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre, ich laufe jetzt den Weg. Bis... Ah, da hinten. Ich könnte den Weg einfach laufen bis Lago nochmal und hoffen, dass er mir unterwegs irgendwie entgegenkommt. Dass ich den dann wieder einsacken kann. Ist das jetzt... Ist der alleine? Ja, ich glaube, der war alleine. Tja. Weil andernfalls habe ich jetzt sonst ein Problem. Dann müsste ich jetzt alleine weitermachen. Aber gut, was soll's. Dann wäre das jetzt halt so. Da, 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 da. Okay, ich meine, wir können ja auch so erstmal ein bisschen hier nochmal rumlatschen. Wobei, ich glaube, ich nutze die Gunst und teleportiere mich nochmal ganz kurz nach Khabdun. Ich will nochmal kurz
beim Jäger Jens was abchecken. Ich will mal gucken, ob er die Felle, also die Felle nimmt er ja für einen besseren Preis entgegen, aber ich meine jetzt, ob der dann auch vielleicht die Häute zu einem besseren Preis nimmt. Zeig mir deine Ware. Du gibst mir erstmal deine Flaschen, die du wieder alle hast. Tatsächlich wäre ich jetzt auch mal so dreist und kauf mal hier ein paar Tränke und ein paar Pflanzen. Aber warte mal, Wein hatte ich noch, oder? Ja, Wein habe ich noch, aber kaufe ich jetzt auch mal. Boah, was? Oh mein Gott, ne, ich kann die Tränke nicht kaufen, das ist viel zu teuer. Das ist viel zu teuer. Bei allem Respekt, aber das geht nicht. So, der Sheet kann aber weg. So, aber fast plus minus null. Das ist doch schön. Ja. Gib ihm halt noch 25 Gold. Diesem Halsabschneider. Alchemie ist echt ein teures Hobby, muss ich sagen. Das, vor allem noch besser ist, ich kann keine Tränke gerade herstellen. Ein paar wenige kann ich gerade machen. Okay. Hauen wir uns erstmal aufs Ohr. Und dann gehe ich nochmal kurz zu Jens. Verkaufe nochmal kurz die Trophäen. Und dann teleportiere ich mich mal nach Lago nochmal. Oder nee, nach Braga nochmal, glaube ich. In der Hoffnung, dass Diego dann irgendwie da resettet wurde. Ich brauche den dringend. Ich kann mir sonst die Bensala-Sachen kann ich mir da echt abschminken, sonst. Das wird ein Blutbad werden. Das kann ich mal so sagen, wie es ist. Also den Tempel, den kann ich mir noch echt abschmieren. Den kann ich, wenn überhaupt, erst zum Schluss machen. Oder allgemein die Tempel. Es gibt ja noch Alchedim und Morasul und so, gibt es auch noch als Tempel. Die kann ich wirklich erst zum Schluss machen. Das macht vorher wenig Sinn. Zeig mir deine Ware. Tatsächlich, die heute kann ich auch etwas besser verkaufen. Ist jetzt nicht die Welt, was man kriegt, aber passt schon. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz nach Redock, um bei Sebastian nochmal Fläschchen zu kaufen. Tränke sind wirklich ein teures Hobby. Das nicht so weiter. So, und dann wie gesagt ab nach Braga und schauen, ob Diego da resettet ist. Wenn er dann nicht da ist, dann habe ich halt Pech. Dann muss ich halt mich erstmal irgendwie nach Bensala so durchschlagen. Zeig mir deine Ware. Aber das würde ich dann nicht von Braga ausmachen, sondern das würde ich dann wirklich von von Ben Erai oder von Lago aus dann machen. Das ist dann, glaube ich, etwas gesünder für mich. So, jetzt habe ich mal einige Mana-Tränke. 22. Das ist doch jetzt mal ein Anfang. Damit können wir erstmal ein Stückchen kommen. Zeig mir deine Ware. Aber ich muss halt trotzdem ultra sparsam sein. Hast du nicht auch Fläschchen oder so? Nee, hast du nicht. Schade. Okay, gut, dann jetzt checken wir nochmal kurz ab, ob Diego da jetzt rumhängt. Wenn nicht, dann, ja, habe ich halt Pech. Dann hätte ich großes Pech. Yep, ich habe Pech. Ja, da mache ich erstmal nichts. Mist, ich hoffe nicht, dass der jetzt gedespawnt ist oder so ein Scheiß. Okay, egal, scheiß drauf. Wir machen es jetzt ohne Diego. Wird jetzt ungemein schwerer werden, aber naja, was soll's. Dann machen wir es eben so. Da hinten in der Ruine, wo der Kopf gerade ist, da ist noch so eine Nomadentruppe. Aber ich lasse die erstmal. Ich glaube, diese Nomaden-Umleg-Geschichten und die Wassermagier-Tötungsgeschichten, das mache ich wirklich erst ganz zum Schluss. Wenn ich mit allen Städten durch bin, also jetzt nochmal mit Bensala, Bakaresh und Morasul. Ich glaube, dann werde ich aber schon anfangen müssen, tatsächlich die Wassermagier zu töten, damit ich halt genügend Rufpunkte bei den Assassinen bekomme, um halt in Ishtar vorgelassen zu werden. Oh. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Die Gegend genau abchecken.
Was ist das in dieser Burgruine da? Da sind Oger drin. 3 oder 4 Stück. Da will ich erstmal nicht hingehen, ehrlich gesagt. Blutfliegen. Wie viele? Alle. Na gut, sind nur 2. Sehr gut. Tja, da ist er, der Tempel von Bensala. Da reinzugehen ist quasi Selbstmord. Das lassen wir mal schön bleiben. Stattdessen werde ich erstmal Quests in Bensala wohl machen. Also ich muss sagen, es hat schon irgendwie was. Hier durch die Wüste sich zu pilgern, irgendwie auch bei dem großartigen Soundtrack von Kai Rosenkranz. Ich muss sagen, das hat schon was. Ich mag das. Viele sagen ja immer, Wüstensetting ist total öde und stupide und so, aber ich muss sagen, Gothic 3 hat es trotzdem geschafft, irgendwie eine coole Wüste zu bauen, bei der man irgendwie trotzdem gerne ist. So, na dann. Das sind eine Menge Sandcrawler. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das Game ein bisschen ruckelt. Wieso ruckelt denn das jetzt so? Okay, ist so. Da! Shit. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Sanddüne aufwärts fliehen ist ein schlechter Plan. Huh. Okay. Gift sei Dank. Hat das ganz gut geklappt. Müssen aber trotzdem jetzt noch welche sein. Okay. Da oben, wenn ich da oben hochrenne, da müsste meines Wissens nach auch noch eine Höhle mit irgendwelchen Gütern oder so sein, von Banditen bewacht. Ich glaube, da sollte ich jetzt auch nochmal hingehen, bevor ich in den Ort selber reingehe. Das hat jetzt irgendwie voll wenig Schaden gemacht. Ah, schon besser. Aufs Gift. Auch ein Magier kann die hohe Gunst des Giftes für sich nutzen. Okay. Halt Wasser mal. Wasserfass bedeutet, man kann daran trinken, um sich zu heilen. Ja. Ist nur ein kleines Stückchen, aber hey, immerhin. Das geht schon ziemlich gut. Ist das ein Feature, was quasi schon damals in Gothic 3 existierte, oder ist das erst neu reingekommen mit dem Community-Patch? Das weiß ich gerade nicht. Würde mich aber nicht wundern, wenn es das damals gar nicht gegeben hat. Sondern dass das die Community erst reingebracht hat. Weil ich glaube, dass das an dem Fass stehen und trinken, das war erst eine Idee von Piranha Bytes, die sie mit Risen 1 hatten. Was ja quasi der Nachfolgetitel von Gothic 3 ist. Ich glaube, das kam erst dort das erste Mal drin vor und dann hat es die Community für den Community-Patch oder hier fürs Modding quasi für Gothic 3 genutzt. Ich glaube, vorher war das nicht so. Aber ich lasse mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Ah! Boah, Junge! Diese miesen Blutfliegen, Alter. Wie die mich erschrocken haben, Junge. Scheiße. Oh, fuck. Da sprießen die da einfach aus dem Boden, ey. Ich flippe aus.
Ich pack's ja nicht. Zwei Gegengifte habe ich zum Glück noch. Okay, das mit dem Heilmittel ist ja jetzt schon wieder nicht mehr so optimal hier, ne? Tja, ich habe 18 Möhren, die nur 1% Lebensenergie zurückbringen. Junge, damit werde ich mich niemals heilen können. Plus 3 Lebensenergie, so ein Reis. Ach du Scheiße. Das ist ja so wenig. Ich glaube, ich werde mir den Ausflug da oben in die Höhle erstmal sparen. Da ist noch eine Blutfliege. Dich habe ich aber gesehen jetzt. Miese Bitch. Nein. Okay. Ja, ich glaube, ich werde dann jetzt den Besuch da oben in der Höhle doch erstmal kurz sparen. Denn solange ich jetzt kein Heilmittel habe, kann das schlimm ausgehen. Aber die ganzen Pflanzen, die hier wachsen, die nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Die kann ich alle bestimmt mal irgendwie gebrauchen. Okay. Wir ziehen weiter. Boah, ich brauche dringend sowas wie Mana-Regeneration oder Lebensenergie-Regeneration. Wobei ich glaube, Lebensenergie-Regeneration, das wird schwierig werden, weil ich glaube, dafür brauchen wir Stärke. Hier Mana-Regeneration, brauchen wir 200 altes Wissen. Das wird ein bisschen dauern, aber es könnten wir hinkriegen. Und Lebensenergie-Regeneration ist... Hier, Regeneration. Dafür brauche ich halt 300 Stärke. Also, wir gehen auf Mana-Regeneration. Wir gehen nicht auf Lebensenergie-Regeneration. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Schön altes Wissen pumpen. Und dann wird sich das schon von alleine regeln. Mit Magie. Okay, da vorne sehe ich schon die Stadt. Oder was heißt Stadt? Das Dorf. Schmiededorf. Ich glaube, das trifft es noch eher. Was mich wundert, ich habe noch gar keine Untoten. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch gar keine Untoten gesichtet. Aber jetzt. Jetzt ist es soweit. Tatsächlich würde ich jetzt den Kampf aber erstmal meiden. Und stattdessen straight durchrennen. Na gut, wenn es nur einer ist. Nee, komm. Was willst du, Mora? Was machst du hier? Ich brachte Geschenke für die Assassinen. Rohlinge aus Erz. Rohlinge aus den Feuern Nordmars. Dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen. Aber es wurde gestohlen. Gestohlen von dummen, gierigen Morras. Oh. Die Orks fighten jetzt die Toten, okay. Versuch, Okay, die sind giftresistent. Auch witzig. Macht ja auch Sinn irgendwie. Ja, ich hab das Gefühl, das Game ruckelt wie Sau. Den hast du fertig gemacht! Okay, whatever. Wir gehen erstmal rein. So, was haben wir denn hier? Hallo? Niemanden da? Ah ja, ich erinnere mich irgendwie... Was willst du? Bist du gekommen, um hier zu plündern? Da kommst du zu spät. Was ist los? Seit die Untoten da sind, treiben sich Plünderer in der Gegend herum. Also was willst du? Ich bin hier, um gegen die Untoten zu kämpfen. Wenn das wahr ist, bist du ein mutiger Mann. Wenn du eine Waffe brauchst, lass es mich wissen. Und sprich mit Daro. Auf dich. Wenn einer den Überblick hat, dann er. Kann ich dir helfen? Dieses kleine Problem mit den Untoten hat unsere Arbeit zum Erliegen gebracht. Die meisten Schmiede sind tot und ich brauche mehr Stahl. Stahl also? Ja, die Lieferungen aus den Stollen. Du willst helfen?
Dann bring mir 6 Kisten Stahl. Zeig mir deine Ware. Wisst ihr, was halt auch spannend ist, wenn ich mal so drüber nachdenke? Ich meine, die Assassinen... Wieder eine von diesen elenden Kreaturen! Die Assassinen dienen doch Belia. Aber Zombies sind doch Geschöpfe Belias. Wie kann es also sein, dass die Zombies, die ja eigentlich nur auf unter Belias Einfluss stehen, wie kann es sein, dass diese die Menschen, also die Assassinen, bekämpfen? Und umgedreht. Das war zu erwarten! Boah, guter Kill. Alter, das gibt sogar Zähne und eine Giftblase. Wusste ich gar nicht. Alter, die Zombies sind so krass, Junge. Okay. Boah, jetzt gibt's hier echt eine fette Schlacht, das Junge. Das ist dein Ende, du elendes Biest! Alter, ich hab auf einmal so Ultra-Ruckler. Junge, was ist hier los? Okay. Insane. Okay, die bringen aber auch fett viel Erfahrungspunkte. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Ich habe halt keine Lebensenergie mehr, Mann. Sind zum Glück nur so langsam. Jungs, ich helfe euch mal. Kurz mal weg. Oh! Junge. Ich habe halt keine Lebensenergie mehr. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen soll. Klar kann ich einen Apfel essen, aber bringt da jetzt nichts. Okay, ich trinke Mana-Tränke und dann versuche ich die wegzufeuern. Weil die Erfahrungspunkte will ich mir eigentlich schon nicht durch die Lappen gehen lassen, muss ich ehrlich sein. Ja, in den Staub du wirst mich nicht mehr belästigen. Okay. Kleine Schlacht hier bei Bensala gegen die Toten. Bisschen Game of Thrones-Style, tötet sie mit Feuer. Gut, gehen wir erstmal rein, hauen uns wieder aufs Ohr. Mann, ich brauche dringend Heilmittel. Ich brauche dringend Heilmittel. Heiltränke oder so. Ich habe gar nichts mehr. Nicht mal mehr was zu essen. Ich habe nicht mal das. Okay. Oh, wer bist du denn? Erzähl mal. Gioris. Bist du auch überfallen worden? Naja. Nein. Ich bin überfallen worden. Ach was. Aber ich konnte mich in die Stadt retten. Das sehe ich. Was hast du jetzt vor? Na, ich bleibe hier. Ich habe bereits mit Julio gesprochen. Er sagte, ich kann bleiben. Können wir handeln? Ich bin untröstlich, Vater der Geschäfte. Aber diese plündernden Nomaden haben mich ausgeraubt. Und dann waren da plötzlich diese Untoten. Es war schrecklich. Sie haben alle gekämpft und da bin ich schnell abgehauen. Komm zur Sache. Wenn du ein tapferer Mann bist, dann bring mir meine Waren zurück. Gut, was sind das für Waren? Es sind 8 Kisten. Ich glaube, ich habe meinen Namen darauf geschrieben. Sie haben mich vor der Stadt auf dem Weg überfallen. Das war das, was ich vorhin gesagt habe, da in den Berg hängen oben. Da ist halt doch diese Höhle von denen. Das Problem ist halt nur, ich habe keine Heiltränke. Ohne Heiltränke kann ich mir das sparen. Mann, hätte ich jetzt bloß Diego dabei. Na gut, hier ist ein Alchemietisch, aber... Dazu fehlen mir die Zutaten. Jetzt habe ich mir 3 Heiltränke gemacht. Wow. Wow. Richtig heftig. Bringt mir nur gar nichts, Mann. Was treibt dich an diesen verfluchten Ort? Wie ist die Situation? Die meisten Kämpfer dieser Stadt sind gefallen. Und der feige Rest hat sich aus dem Staub gemacht. Was ist mit dir? Ich komme aus Ben Erai. Als wir erfahren haben, was hier los ist, sind wir hergeeilt. Und was hast du vor? Es gab bereits genug Tote.
Ich werde das Leben meiner Männer nicht für einen Angriff aufs Spiel setzen. Wir schützen die Stadt, solange wir können. Das ist unsere Aufgabe. Ich wünschte, diese Rüstung gäbe es noch mit so einem gelb-goldenen Stoff hier. Das wäre ziemlich cool. Was kann ich tun? Ich habe ein paar Männer den Berg hinaufgeschickt. Sie kamen nicht zurück. Geh und sieh nach, ob noch jemand lebt. Über die Stollen sind sie auch hergefallen. Die Sklaven hatten keine Chance. Also bereite dich vor, damit du eine Chance hast. Wenn ich dir noch etwas zeigen kann, lass es mich wissen. Nur zeig mir mal deine Schwerter, Alter. Die sehen ja brutal gut aus, ey. Sind das Mondklingen? Junge, ich glaube, das sind Mondklingen. Krasse Waffen, Bruder. Ich werde mir mal den Berg vornehmen. Dann sei vorsichtig, Sohn des Mutes. Und achte auf meine Speer. Was ist mit dem Tempel? Dort hat das Unglück begonnen. Dort liegt der Ursprung des Bösen. Aber niemand, der klar bei Verstand ist, wird sich dort hineinwagen. Wenn wir hier für Ruhe sorgen wollen, müssen wir auch den Tempel angreifen. Du hast recht. Gut. Du wirst nicht allein zum Tempel gehen. Aber erst, wenn die Umgebung sicher ist. Ich sehe mir mal die Stollen an. Es gibt zwei Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt. Der andere liegt weiter im Osten. Und pass auf dich auf. Gut. Ja, soweit so gut. Ich bräuchte noch einen Alchemiehändler. Bist du einer? Da bezahlt man jahrelang Tribut an Zuben und was ist? Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belias Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes, aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Kann ich mit dir handeln? Warum nicht? Bevor wir sterben, können wir wenigstens noch ein paar Geschäfte machen. Zeig mir deine Ware. Boah, okay, er hat viel Gold halt, ne? Kann ich wenigstens den Kram hier verticken? Die gebrochenen Platten. Ein paar Ja. Diese ganzen kaputten Spitzhacken von den Toten. Das Schwert kann ich ihm eigentlich auch mal geben, ehrlich gesagt. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Schwefel, weg damit. Immer den Wein. Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte 5 Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. In ihren Augen funkelte die Gier. Aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Erzähl mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Du meinst... Ja, Basir hat den Tod verdient. Wie kann ich helfen? Hört euch das an! Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. Schon gut, kommt zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Daro. Er wird dir bestimmt mehr sagen können. Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Erzähl mir von diesem Geschäft. Wir haben 10 Erzrohlinge bekommen. Eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt. Doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Inos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Ja, schon klar. Ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut. Einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Belias rasender Zorn ihn ereilen. Weißt du, wo Sugut stecken könnte? Er hat die Stadt Richtung Ben Erei verlassen. Und er war nicht allein. Er war nicht allein? Da war noch ein anderer Kerl bei ihm. Aber ich konnte nicht erkennen, wer es war.
Aber wenn du ihn findest, dann lass ihn auch für seinen Fehler bezahlen. Erstmal muss ich ihn finden. Was ist mit den Erzrohlingen? Wenn du sie findest, nimm sie an dich. Bewahre sie auf und bring sie nach Ishtar. Zeig mir deine Ware. Okay, okay. Ja, da hatten wir ja schon einen von den Erzrohlingen, wurde ja schon verkauft quasi an den Wasserhändler in Ben-Erai. Das heißt, der war meine erste oder wäre meine erste Anlaufstelle. Hui. Liegt einfach mal so Brot rum, auch nicht schlecht. Kann ich diese Kiste plündern? Abgebrochen. Dammit. Abgebrochen. Nee, kann ich offenbar nicht, weil ich abgebrochen so blöd bin. Ich bin so blöd! Wie kann ich das dreimal verhauen? Verdammt. Oh, Eislandsalz. Und Eiswelle, auch nicht schlecht. Und ein Heiltrank. Der Heiltrank nehme ich immer gerne. So. Mal kurz auf uns hier. Kiste abgebrochen snacken können. Abgebrochen. Alter Schwede, ey. Ach, so schlimm. Knochenbogen. Okay, scheiß auf den Bogen. Die Tränke sind super nice. Unmöglich. Okay. Nicht weiter schlimm. Würdest du mich... Also nee, ich will nicht mit Kampf unterrichtet werden. Alles gut. Wir machen das auch so. Okay. Es gibt also eine Menge zu tun hier in Ben-Sala. Und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.